Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons A Wonderful Life. Morgen kommt Van, das ist schon mal sehr gut. Ich habe nochmal geguckt, es gibt zwei Blumen, die man benutzen kann. Und ich habe, hier, die Allgrundblume und die Hochsamenblume. Mit der Allgrundblume kann man die Sachen kreuzen, dass sie auf jedem Feld wachsen können. Und die Hochsamenblume, die macht das, die Früchte oder das, das Obst, Gemüse und so, dass es immer Essqualität hat. Also wenn ich das kreuze, ist es Essqualität. Was aber komplett egal ist, weil, es ist unnötig. Ich finde die Allgrundblume auch ein bisschen unnötig, weil, ich benutze, wie ihr vielleicht gemerkt habt, das Schlechte hier vorne, die Bäume, das da drüben, da wächst sowieso so ziemlich alles und da oben, da kommt halt eine ganz schön neue hin. Okay, bevor wir uns hier drum kümmern, erstmal fix machen. Oh, ich bin so froh, dass wir das mit der, die Ausgrabung schon fertig haben. Die hat mich immer genervt. Es war auch eine Möglichkeit, Geld zu machen, aber... Scheiß ich drauf! So doof es klingt, aber ich habe die Ausgrabungsstätte noch nie gemacht. Habe ich jetzt hier das schon? Habe ich, okay. Ja, dann kümmern wir uns jetzt mal fix um Gießen und so. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal schon wieder nicht hier. Ich wollte es gerade sagen. Nicht die Gießkanne voll gemacht. Oh, da hinten ist noch was fertig. Oh, da ist aber ganz schön viel fertig. Uiuiuiui. Okay, dann wird er mal geerntet. Also, hier oben. Die Süßmate. Dann sind wir hier. Steckerotte. Steckkoffel. Sehr schön. Joins haben wir nichts. Okay, da muss ich nochmal kurz gucken. Hier unten. Ab wo war das nochmal? Ich glaube ab hier, oder? Winter. Nee, ab hier. Winter bis Sommer. Sommer, Frühling bis Sommer. Ja, machen wir zuerst immer noch die da unten. Das heißt, die zwei kommen rein. Süßbären. So, dann haben wir die auch mal wieder eingesetzt. Dann holen wir uns mal eben das gute Würzkraut. Oh, er fängt das Schießen an. Bam bam. So, okay. Alter, meine Stimme. Ne, die ist komplett am Wegsterben. So, dann verkaufen. Ich hab wieder keinen Platz. Ja, nervig. So. Gab es irgendwas, das nur bis Frühling wächst? Also, ihr wurscht. So, Einrichtung. Ich weiß nicht, ob man mal einen scheiß Garten bestellen kann. Aber ich glaube, wenn ich, also das größte Feld, aber wenn ich das erstmal nicht holen kann, dann speichere auf den Verarbeitungsraum. Weil es wird Zeit für Cheese. Ein bisschen Cheese. Achso, ich kann ja hier noch die Wolle. Wolle. Hallo, danke, vielen Dank, danke, tschüss. So, okay. Also, Wolle auch noch weg. Sehr schön. Als nächstes wollte ich gucken wegen Blümchen. Und dann am Abend hole ich alles raus, was wir bei Wändern weghauen können morgen. Also eigentlich alle anderen Blumen, außer Trickblume, glaube ich. Oh, okay, hier ist nichts. Hey, wieso ist hier nichts? Ach so, stimmt. Ich glaube, hier wächst im Sommer nichts. Im Frühling nichts. Das war ja im Sommer, glaube ich. Boah, ich würde diese eine Blume ganz oft haben. Mann, ey, hätte ich das vorher gewusst. Ja, doof.
Ist halt echt am geilsten, ne? Wenn man was machen kann, dass wirklich jede Jahreszeit wächst. Da ballern wir halt wirklich irgendeine Frucht oder Obst, Gemüse, was halt wirklich richtig Cash bringt. Und dann bauen wir einfach nur noch das an. Solange, bis wir das große Feld haben. Und mit dem großen Feld holen wir uns dann die nächste Generation. Ich glaube, das ist ein guter Plan, weil beim großen Feld kann ich halt so viel mehr anbauen. Und dann, glaube ich, fokussieren wir uns erst einmal auf das Geld. Und ich denke, dann im nächsten Kapitel geht es dann ab mit dem großen Feld. Oder vielleicht kriege ich es ja auch schon in den Kapitel. Ich weiß halt nicht, was die Voraussetzung ist fürs große Feld. Keine Ahnung. Vielleicht der Verarbeitungsraum. Ich weiß es wirklich nicht. Enten hätte ich auch noch gerne. Ah, dafür müssen wir den Geflügel, also den Stall für die Vögel, die Hühner, müssen wir dafür ausbauen, weil da ja aktuell kein Platz mehr ist. Ich glaube, die sind dann einfach, die kommen dann irgendwann random im Sommer, glaube ich, dann im Teich, den wir gebaut haben. Im ersten Kapitel. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Irgendwie so. Kriegen wir schon hin. Sorry übrigens, dass ich aktuell so viel huste. Meine Stimme ist derzeit ein bisschen sehr gereizt. Hallo, Nami. Wegen Nami, ne? Weil ich gerade den Namen so im Kopf habe. Hat irgendjemand von euch die Live-Action-Serie von One Piece gesehen? Auf Netflix? Also, ich muss ja sagen, dass ich persönlich nie echt gut finde. Aber ich fand eigentlich auch schon den Trailer eigentlich ganz gut. Bei Shanks war ich ein bisschen erschrocken, Anfang wieder aussah. Aber mittlerweile denke ich mir so, ja, eigentlich passt das eigentlich. Ne? Also, ich habe jetzt nichts auszusetzen, ernsthaft. Also, alles im grünen Bereich. Also für dich. Ne? Also man kann natürlich trotzdem meckern, weil es gibt Cosplayer, die sehen halt viel mehr nach dem Shanks aus der Serie aus. Aber Cosplayer sind halt in der Regel keine ausgebildeten Schauspieler, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Zur Abwechslung wäre es vielleicht ein schön blablabla. Let's go. Ein Krämer in Gelb hat geheimnisvolle Äpfel verkauft. Das ist eine Anspielung auf den. Boah, ich glaube, das war so ein asiatischer Händler mit einer Brille, so einer kleinen schwarzen Brille. Ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt. Aber der kam auch im ersten Harvest Moon in Friends of Mineral Town und in Back to Nature kam der vor. Das sind alles Harvest Moon-Teile, die alle in derselben Stadt spielen. Also in Friends of Mineral Town. Oder Mineral Town heißt die Stadt, meine ich. Naja, vielleicht werde ich das auch noch Let's Playen. Oder was heißt vielleicht, ich werde definitiv das Spiel irgendwann Let's Playen. Die Frage ist nur wann, weil ich würde jetzt wie in der letzten Folge, oh, Entschuldigung, wie in der letzten Folge angekündigt, werde ich mich ja jetzt dann nur noch auf ein Spiel konzentrieren und wenn ich direkt danach das Friends of Mineral Town mache, dann kommen wir halt zu nichts mehr. Dann ist mein Kanal gefühlt nur noch Harvest Moon. Oder Story of Seasons. Ja, klappt. Mit der Milch 1, 2, 3, 4. Die goldene. Ne, die goldene. Doch, die goldene. Ne. Die braune Milch fehlt. Gute braune Milch. Kommt noch. Wo sind die braune? Bist du Braunmilchgeber oder was? Nee, du bist Braunmilchgeber. Hallo. Schon ist mir Milch. Dankeschön. So, dann verkaufen wir die auch mal fix. Dann noch die Hühner. Ich hab die nicht vergessen, keine Sorge. Aber erstmal die hier, weil da habe ich immer Schiss, dass die wegsterben. Ich weiß nicht, warum das so schlimm ist. Tokaro. Ja, sonst. Sonst erstmal nix. So, zack. 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 Sehr schön. So, dann können wir nochmal hier fix was anbauen. Hier, die zack, dann sind die schon mal weg.
Ja, perfekt. So, dann holen wir mal kurz Eier. Danke dir. Ist immer doof, dass man nicht hochheben muss. Dass man die nicht einfach irgendwie wegschiebt oder so. Und dann kann man die haben. Naja. So. So. Ja, ja, Matze gibt leider keine Eier. Okay, dann. Last one. Und dann gibt's noch ein bisschen Geld. Wann ist denn das fertig? Das müsste doch jetzt eigentlich fertig sein. Dauert ein bisschen sehr lang. Wir kein einziges befruchtetes Ei. Wahnsinn. Ach, da ist ja gar nichts drin. Oh mein Gott. Ach, das ist so. Das ist so dumm. Beere. Melobeere. Habe ich echt viele, ne? Die hebe ich jetzt erstmal. Karo. Die hebe ich auf jeden Fall erstmal auf. Ja, das, was ich noch nicht so viel habe, ne? Einer mit so. Let's go. Brauchen Samen. Hi. Gut, achso. Ich wollte ja. Hoppala. Ja, schon wieder. Oh nee. Versucht schon wieder. Und einen lasse ich hier. Und einen lasse ich hier. Oh. Versucht etwa schon wieder hier mit Essen das Ding anzulocken. Das wird mein ultimativer Plan. Heute wird diese umherziehende Fusselrolle mir gehören. Und einen lasse ich hier. Ach, du springende Wettsekunde. Ah, oh, schon wieder du, hä? Ich hab dich schon tausendmal gebeten, mich nicht so zu erschrecken, du Esel. Lass mich raten. Die haben meine genialen Pläne mal wieder imponiert. Na gut, ich hab dir schon so viel verraten. Warum nicht auch meinen nächsten Plan? Letztes Mal habe ich mein Ziel vielleicht knapp verfehlt, aber dieses Mal wird dieser Kryptid mir gehören. Mein letzter Plan hat ein paar ungünstige Schwachstellen, also werde ich jetzt dieses Mal anders angehen. Durch meine langjährigen Forschungen an Wildtieren weiß ich, dass für sie die Menge wichtiger ist als die Qualität. Sie wollen nur ihren Magen füllen. Ganz zu schweigen davon, dass ich es mir nicht leisten könnte, teure Kaviar und Trüffel herumliegen zu lassen. Ich werde also stattdessen lieber eine große Menge Köder auf dem Weg zu meiner Falle platzieren. Zieh nur diesen prächtigen Haufen meiner Lieblingsspeisen an. Jede deliziöse Delikatesse so delikat wie andere. Selbst wenn ich dieses Mal scheitern sollte, was praktisch ausgeschlossen ist, werde ich wenigstens genug für mich zu essen haben. Jedenfalls bin ich mir zu 150% sicher, dass dieser Plan aufgehen wird. Unser Kryptid wird von meinem Lieblingsessen so angetan sein, dass er den lähmenden Schock nicht kommen sehen wird. Er wird dann im Nu in meinem Labor sein. Diesen Plan nenne ich Tatadada, Operation Kryptidenfänger 3. Ohoho, er ist bereits in meine Falle getappt. Uiuiui, seht ihr das an. Mein Plan ist endlich perfekt. Grandiose Arbeit wie immer, Daryl. Vielen Dank, Daryl. Achso, vielen Dank, Daryl. Aha, diese müffige Fellknäuel gehört mir. Jawohl, mir. Aha, ein Genie zu sein ist nicht einfach, aber es ist wert. Ach. Ich steige mich schon wieder so hinein. Ich darf mich doch drehen. Aber dieses Experiment ist es wert, mein Essensbudget für 3 Monate auszugeben. Weißt du, wie viel Zeit es mich gekostet hat, diese köstlichen Gerichte zu kochen? Viel Zeit. 3 Tage, um genau zu sein. Wenn dieser Plan gelingt, werden meine einfachen Reisegerichte nicht mehr ohne Beilagen sein. Wenn er schief geht, naja, dann werde ich halt Ärger an der Backe haben. Ach, ich muss wirklich mit diesem verrückten Geplapper aufhören. Wenn ich den restlichen Köder nicht platziere, werde ich keinen Tiden fangen. Ach man, ey, du hast schon wieder was übersehen. Hä, was wie? Was ist los? Naja. Ach du springende Wettsekunde. Das Essen heute war sehr lecker. Ich spüre viel Energie, wenn ich esse. Ich hoffe, es wird bald wieder mehr geben. Nein!
was macht ihr da bloß, ihr barbarischen Bestien? Das war erst für 3 Monate, ah, und jetzt ist alles ruiniert. Ruiniert, sage ich. Hast du erwartet, dass ich das sagen würde? Ihr Narren. Alles, was ihr gegessen habt, enthielt ein natürliches Schlafmittel. Man sollte immer einen Plan B und einen Plan C haben. Es lohnt sich, gut vorbereitet zu sein. Einen gigantischen Vorrat an Lebensmittel anzuhäufen, war nur der erste Schritt, verstehst du? Das Schlafmittel sollte sehr bald seine Wirkung entfalten. Was bedeutet das? Ich verstehe das einfach nicht. Warum? Warum schlaft ihr nicht alle? Vielleicht habe ich das Gebräu falsch gemixt, weil ich Schlafmangel hatte und nein, das kann es nicht sein. Aber ein anderer Grund fällt mir nicht ein. Uiui, was habe ich getan? Das war kein Schlafmittel, das ich jetzt erst gemischt habe. Das war die teure Vitaminpräparate, die ich mir gekauft hatte. Nein! Und sie hat jetzt noch mehr Energie, um seine Gefangennahme zu entgehen. Ich habe mein Essensbudget aufgebraucht, aber meine Nahrungsergänzungsmittel sind weg. So etwas Ärgerliches. Dann esse ich eben ein paar dieser Essensreste selbst und gehe zurück in die Planungsphase. Mein armes Sparkonto ist total abgeräumt. Wow. Oh, diese Schmerzen. Ja, Wahnsinn. Bin mal gespannt, was als nächstes kommt. Ob nochmal was kommt? Es ist halt... Oh Mann, ey. Immer dieser Daryl. Boah, es war halt so viel gelesen, ey. Meine Stimme ist schon wieder total am Aua machen. So. Gut. Dann ab ins Lebett. Geh weg, Hundi. Und morgen kommt Ben, dann machen wir eben das mit den Pflanzen halt morgen. Ja, ja. So, guten Tag, was geht? Heute kommt Ben. Ach ja, so. Aber dann, warte mal. Ich tue erstmal alle Blumen rein, weil mir das mit dem Platz, das nervt mich immer wieder ein bisschen. So, dann holen wir erstmal Milch. Und nach der Milch kümmern wir uns um das Grünzeug. Und nach dem Grünzeug um den Versand. Und nach dem Versand. Oder warte. Was soll ich das vielleicht? Oder soll ich vielleicht einfach alles bei Van verkaufen? Bleibt spannend. Okay, hier ist irgendwie nichts. Okay, das ist aber auch schon mal okay. Kann wenigstens gießen. Ja, ich finde es so gut, dass es mit dem Gießen jetzt so fix geht. Okay. Ach nee, oder? Ich verkaufe einfach alles über die Versandkiste. Und die Blumen und sowas halt dann bei Van. Passt schon. So, nee, das nicht. Können wir mal hier ein bisschen sortieren, weil das nervt mich ein bisschen, so wie es gerade ist. So, was ist denn da? Frühling bis Herbst. Wächst Winter bis Sommer. Herbst bis Frühling, Winter bis Sommer. Frühling bis Sommer. Okay, also kommen die eigentlich quasi als nächstes. Oh mein Gott, das sind auch schon wieder so viele, die ich dann anbauen muss. Na gut. Dann machen wir ein bisschen Timeskip, ne? Das wäre endlich da. Achso, warte. Oh, ich habe was vergessen. Bin lost. Okay, Spielblumen brauchen wir offensichtlich nicht. Zumindest habe ich dazu nichts von Passionsblumen auch nicht. Bitte eine Taublume? Ich glaube auch nicht. Nur die zwei. Und das. Ah ja, und das ganze Zeug auch noch. Oh mein Gott, das habe ich auch schon wieder vergessen. Uiuiui. Mein Platz reicht gerade so dafür aus. Wahnsinn.
Sortieren. Boom. Ja, Wahnsinn. Ach man, Blätze. Warum machst du das, Blätze? Hör doch auf, immer einzuschlafen, verdammt. Okay, der Arzt geht ganz alleine dahin, obwohl Gary ganz woanders ist. Oder geht er zum Grab? Und bekundet seine Schande, weil er Nina nicht retten konnte. Oh, so viel. 60 Stück, wenn wir, habe ich gesehen, 12, oder? Dann sind es 60. Hereinspaziert, ich habe wieder geöffnet. Kommt her und kauft den 1 Million, Daddy. Mhm. Ach, dass der Teddy so teuer ist, ey, das ist super nervig. Das fuckt mich so ab. Aber was will man machen, ne? Irgendwann. Wenn, irgendwann. So, was geht? Moin, ich kann was verkaufen. Ich kann alles verkaufen. Also nicht alles, aber vieles. Ich verkaufe erstmal alles andere. Vielleicht können wir bei dem Goldenen nämlich ein bisschen handeln. Also ein bisschen. Weil jetzt ist voll. So, dann zeig mal, was kriege ich dafür? 3755, für so viele Blumen, ey. Weißt du eigentlich, wie lange ich dafür gesammelt habe? Nein, ne? Hast keine Ahnung. So, dann 65 davon. 1625. Und als nächstes den goldenen. Ich hoffe, ich krieg dafür ein bisschen mehr. Das ist eine Rarität, mein Freund. Nö. Oh, nice, 2400, einfach 400 mehr. Geil, es klappt. Ich möchte etwas kaufen. Ach, gut. Eine hochwertige Melkmaschine, geringst du, wie macht das Melk zum Kinderspiel? Okay, also eigentlich wird es nur leichter. Erdquadrate gießen. Uiuiui. Alter, 1 Million. Eigentlich müsste ich die Ziege kaufen. Aber ich will das Ding haben. Hier das Gebäude. Den Verarbeitungsraum. Deswegen kann ich mir leider nicht leisten. Da ist meine Tochter schon wieder, hallo. Naja. So, dann schauen wir mal wegen den Eiern. Eier braucht das Land. Eier braucht das Land. Dankeschön. Nee. Oh, was haben wir hier? Oh, auch noch ein befruchtetes. Oh, Matze war wieder ein bisschen aktiv. Oh, ein goldenes. Goldenes gefällt mir immer. Da ist er, Matze, der freche. Der freche Hühnerflüsterer. Okay, ein Ei kriegen wir anscheinend nicht. Ah, tatsächlich, ein Ei wird uns abgezogen. 75.000, nice. So, Ostereier packen wir auch mal weg. Alright. Dann schauen wir mal nach den Früchten. Nach den Feld der Geburt. Erdarotte. Sehr schön. Sehr schön. Wäre schon wieder bloß eine. Oh. Mehr Erdarotten. Okay, letzte Seite hier unten, Melobeere. Bam. So, dann haben wir das. Kann ich ja eigentlich hier oben abarbeiten, oder? Winter bis Sommer, Sommer. Frühling bis Sommer. Aber wir machen die Barotte rein. Davon habe ich aktuell nur zwei. Eieiei. Keine Sorge, ich bin nicht krank. Oh, da ist noch Platz. Das ist einfach nur meine Stimme stirbt. Oh, noch mehr Platz. Ah ja. Die gute Stimme. Die guten Erdtoffeln. Süßbeere. So, wo war's? Hier. Kann ich auch noch das daneben reinschmeißen. Die Barübe.
Sehr schön, sehr schön. Ja, ja. Genau so muss das sein. So, wie lange braucht es das da drin noch? Oh, ist auch gleich fertig. Sehr schön, sehr schön. Ja, 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 sehr schön. Gießen. Melken. 12 Stunden später. 7, 12. Oh, ach komm, wir machen zuerst das. Wenn es gerade schon da fertig ist. So, dann packen wir rein. Steckkartoffel, Steckbeere. Oh, ich habe so wenig Steckbeeren. Steckkartoffel. Ja, komm, und die Erderotte, oder? So, letzter Fetzer. Okay, dann nochmal sortieren. Frühling bis Sommer. Frühling bis Herbst. Frühling bis Sommer. Herbst bis Frühling. Den glaube ich kriegen wir schnell. Frühling bis Herbst. Der könnte richtig knapp werden. Ich weiß nicht, ob wir den nochmal anbauen können. Oh je. Blöde Steckbeere. Blöde Steckbeere. Wie kann die uns nur sowas antun? Ernsthaft. Was soll das? Warum so fies? Blub, blub, blub. Blub, blub. So, dann hauen wir das mal auch in den Verkauf. Schön Milch. Ganz viel Milch. Muss man mit denen reden und so. Ich glaube, das mache ich jetzt auch noch schnell. So. Hallöchen, Mabido. Hallöchen, Arif. Hallöchen, Jill. Hallöchen, Molly. Hallöchen, Kiefer. Die Anna natürlich auch. Wo seid ihr da? Luna und da hinten. Und Kinata. Huh, was macht sie denn in dem Haus? Bist du mir fremd oder was? Okay, ich gucke noch mal ganz kurz aufs Feld. Nicht, dass morgen was tot ist. Nee, okay. Ich glaube, das wächst heute nicht mehr. So, dann nur noch 2 Tage. Ist der Frühling schon wieder vorbei, ey. Traurig. Ist er wieder der Bui? Yeah. Ja, dann würde ich sagen, was das für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Guantanamo. Tschüssi.